Ordentlich Betrieb beim City Bowling in der Hasenheide. Der große Ländervergleich der Junioren und Jugendlichen steht an. Zwei volle Tage herrscht bei den Ausrichtern der Los Diablos reges Treiben und die Nachwuchstalente zeigen im Team, Doppel und Einzel, was sie können. Gleich ist natürlich ein Highlight für die Jugendlichen insgesamt, weil sie nicht nur in ihrem eigenen Saft kochen, das heißt innerhalb des eigenen Landesverbandes, sondern mal andere Spieler sehen, andere Trikots sehen und sich eben in einem großen Turnier vergleichen können. Rund 70 Spielerinnen und Spieler aus Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein sind an diesem Wochenende auf der Bahn. Vereint werden alle durch ihre Bowling-Leidenschaft. Konzentration und Präzision sind angesagt, wenn es darum geht, so viele Pins wie möglich zu treffen. Aber Bowling ist noch viel mehr. Also ich habe hier Spaß, ganz viele Strikes und so zu werfen und die Freunde natürlich. Dass es auch nicht nur eine Bahn gibt, dass es auch halt wirklich auch richtig Spielen gibt und dass man auch hauptsächlich andere Leute kennenlernt. Und man kann einfach drauf loswerfen und wenn die Strikes fallen, ist natürlich am besten. Ja, natürlich. Generationsübergreifend vereint der Sport die Menschen. Beim Bowling kommen alle zusammen und haben gemeinsam Spaß. Egal welches Alter oder Geschlecht. Die Diversität spielt im Bowlingsport eine tolle und großartige Rolle. Und hier möchte ich ganz besonders den Verein St. Pauli erwähnen und auch loben, denn die treiben das in unserem Sport parademäßig voran. Und wir unterstützen das so gut wir es können. Wir selbst haben auch Versehrte und Diversität in unserem Verein. Wir schreiben das groß, wir fördern es und wir freuen uns mit jedem, und ich betone, mit jedem Jugendlichen, Junior und Erwachsenen an den Start gehen zu können. So spielt auch beim Ländervergleich bei den Junioren und Jugendlichen jeder gegen jeden. Um den Vorteil durch Alter trotzdem wieder auszugleichen, wird mit sogenannten Handicaps gespielt. So soll auch Spielern, die noch nicht so lange dabei sind, eine Chance gegeben werden. Dementsprechend haben wir pro Altersjahr eine Handicap-Regelung. Das geht runter, sodass wir pro Spiel von 55 bis zu 5 Pins extra draufgeben, je nach Altersstufe. Der Sieger wird in beiden Altersklassen der Einzelkonkurrenz über 2 Gewinnspiele im Best-of-3-Modus ermittelt. Bei den Jugendlichen setzt sich Luca Hartmann vom SV Motor Wildau im Finale gegen Max Lorenz durch. Im rein Hamburger Finale bei den Junioren gewinnt Finn Niemann gegen Tom Reinicke. Am Ende gibt es aber nochmal eine Siegerehrung für alle, sodass auch die Gewinnerinnen und Gewinner im Doppel und Team gebührend geehrt werden. Strahlende Gesichter bei allen Beteiligten und alles in allem ein erfolgreiches Wochenende für die Los Diablos. Toll angenommen, super Stimmung hier und das ist bei den Jugendlichen ganz besonders wichtig. Insofern freuen wir uns, dass wir es machen und dass wir es hoffentlich auch noch lange wieder machen. Lange muss man sich nicht auf das nächste Turnier gedulden, denn bereits Ende April werden im City Bowling in der Hasenheide die deutschen Meisterschaften der Junioren ausgetragen. Alles also nur eine Frage der Zeit, bis hier wieder reger Betrieb herrscht.